Wozu mache ich einen Command? Echt? Gibt's einen? Oh, tatsächlich. Stream Elements. 25.02. ab 18 Uhr geht's. Ach, ab 18? Ey, Gott sei Dank hast du noch einen gemacht, dann weiß ich auch Bescheid. Rasterlord.de. 25.02. bis 3.03. täglich. Von 18 bis 23, außer donnerstags. Ah. 3, also 5 Stunden. 5 Stunden, wie das letzte Mal wieder, ne? Hallöchen. Oh. Hallo, ja. Hi, hast du das LSC informiert? Ich habe euch informiert, zwar, ich habe ein riesiges Problem und zwar ist der Tank leer. Und bei mir qualmt es ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Das ist ganz sicher ein Problem. Nun fragt sich, oder stellt sich jetzt nur die Frage, ob dieses Problem so von Relevanz ist, dass man es beheben muss, oder es nur um den Tank geht. Also mir stellt sich gerade die Frage, was auf deinem Kilometerzähler steht, denn das sieht nach Inspektion und Motorschaden aus. So, auf Ferndiagnosenbasis. Magst du die mal reinsetzen und mir den Kilometerstand nennen? Eigentlich habe ich selbst Angst vor dieser Überraschung, aber gut, ich meine, herausfinden müssen wir es so oder so. Das stimmt. Wie meinst du mit Kilometerstand? Das ist irgendeine RP-Frage. Ich guck mal kurz. Kilometerstand ist ja hier. Also ich habe einen Kilometerstand von 102. Ich weiß nicht, ob der Motor trotzdem anspringt. Dafür bin ich zu inkompetent. Wenn Sie aber ferndiagnosenmäßig glauben, dass es so ist, dann lohnt es sich vielleicht doch noch einen Blick drüber zu werfen. Vielleicht lohnt es sich, einen Blick drüber zu werfen und einen Schlepper zu rufen. Ich würde den jetzt ungern starten. Hast du in der letzten halben Stunde getankt? Nein. Okay, dann ist es schon mal nicht der falsche Kraftstoff. Ich habe, nachdem der Tank leer geworden ist, die ersten 20 Male gedacht, dass ich einen Zucken in meiner Hand habe und deswegen den Motor immer wieder ausmache. Also habe ich ergo habe ich 20 Mal danach nochmal gestartet, um dann zu fahren für einen Zentimeter und der ist dann wieder ausgegangen, weil ich kein Benzin hatte. Und dann auf einmal hat es gequalmt. Gut. Dann hat er wahrscheinlich einen Motorschaden. Ich ruf dir mal einen Schlepper, hä? Bringen wir das gute Stück mal in die Werkstatt, denn starten will ich ihn ungern jetzt. Wenn du das schon 20 Mal getan hast, wird das der Fehler sein. Wenn ich ihm den Schlüssel gebe. Ja. Und Sie, nachdem Sie den Tank befüllt haben, einsteigen und es versuchen, während ich in sicherer Entfernung stehe und das Auto explodiert. Bin ich tot? Eine Frage eigentlich war, ob ich dagegen versichert bin und das Geld wiederbekomme. Ach so, und dafür würden Sie mein Leben opfern? Nun, letzten Endes ist es ja für eine gute Sache. Das weiß ich nicht, ne? Aber ich würde ungern mein Leben opfern dafür, dass Sie herausfinden, ob es daran liegt. Wow, heute sind wir ziemlich zickig. Kann das sein? Ja, immer. Also, bei unmoralischen Angeboten, wie lassen Sie doch Ihr Leben für mich und mein Auto, bin ich immer zickig. Ja, schade. Hätte ich es mal beim Bennys versucht. Aber gut, jetzt stehen wir hier. Dann rufen Sie den Abschlepper. Das machen wir so. An Dispatch 445 brauchen wir einen Schlepper. Der Motor raucht. Es ist nicht nur Nachtanken Benzin. Finde ich auch unsympathisch. Aber dann muss man halt damit arbeiten, was man bekommt. Na, ich meine, so ist das manchmal. Man trifft auf sympathische Leute und auf Leute, da die kommt halt jetzt jemand einem zur Verstärkung halt nicht so wohlgestimmt sind. Ach Mann, ey. Heute ist echt nicht mein Glückstag. Ja. Wenn das Auto explodiert, haben sie auch nichts davon, ne? Ja, so sieht das aus. Aber immerhin habe ich die Erkenntnis. Aber gut. Nehmen wir keine Abkürzungen und holen uns einfach den Abschlepper und machen es vorsichtig. Da haben sie schon recht. Ja, wir gehen auf Nummer sicher. Es ist ja auch einiges wert, das Auto. Hm? Ja, ich zahle es ja auf Rate. Also wenn es kaputt geht, habe ich ja, glaube ich, dann eher
Das große Glück ist nicht zu zahlen? Weiß ich nicht. Wenn Sie dafür verantwortlich sind, dass das Auto spurlos verschwindet und... Nun, ja. Eigentlich technisch gesehen ja dann Sie. Ach so, deswegen diese Versicherungsexkursion. Ja, verstehe. Sehen Sie, unsere Firma ist sicherlich auch versichert, aber es muss ja nicht sein, wenn man auf den ersten Blick schon sieht, das wird nicht funktionieren. Na gut. Ach Mann, das wird schon, Baby. Hey, ich hab dich gerade heute erst aus der Werkstatt des LSCs geholt, aber wir hatten gute 10 Minuten miteinander. Ich dachte, ihr tankt voll. Habt ihr nicht? Nee, das haben wir nicht. Ach so, du meinst, er ist... War er in der Inspektion oder wo war er? Er war bei der Reparatur bei euch. Uns? Ich dachte, dass er dann gleich vollgetankt wird. Nein. Das ist bestimmt also, so ein Versicherungs-Plus-Paket oder sowas. Ja, das fragst du am besten vorher. Oder wenn du es möchtest, dann sagst du dem Mechaniker, bitte füllen Sie 5 Liter rein und dann macht es sicher auch. Na toll, jetzt stehe ich hier wegen schlechtem Service. Nein? Na ja, doch. Du stehst hier, weil du nicht gesagt hast, was du möchtest. Wenn du gesagt hättest, füll bitte den Tank auf, dann hätten wir dir sicher den Tank aufgefüllt. Ich kann mich erinnern, dass vor dem Unfall ich eigentlich einen vollen Tank hatte. Kann ja auch sein, dass sie ein bisschen was abgesaugt haben, damit ich halt, also dass sie dann kalkulieren, dass ich einen Unfall baue oder auf der Straße stehen bleibe und das dann gleich wieder holen können, um dann nochmal eine zweite Rechnung draus zu machen. Können Sie dies beweisen? Es ist nur eine Vermutung meinerseits. Okay. Die lassen wir besser ganz weit hinten im Raum stehen. Ich werde das nächste Mal ein Foto schießen. Vor- und nach Unfall. Sehr gut. Tun Sie das. Wir haben kompetente Mechaniker in unserer Werkstatt. Ich glaube nicht, dass dies das Problem ist. Heute war eine Hochzeit. Wirklich? Und die haben mich ausgeladen. Ach du liebe Güte, okay. Mir wurde so gesagt, dass das Herz zweimal gebrochen. Erstens geht's meinem Baby hier nicht gut und zweitens haben das Brautpaar, mir meine engsten Freunde in meinem Kreis, haben einen Dolch in den Rücken gestoßen und dann wurde ich halt vor den Augen aller anderen Gäste untergebeten und das war einfach nur das entwürdigend. Das ist tatsächlich nicht nett. Sind Sie sicher, dass es engste Freunde sind? Ja. Nun, wahrscheinlich jetzt Erik. Nicht mehr. Ja. Weil die Freundschaft habe ich Ihnen auch gekündigt. Und ich das werde das kann öffentlich ich gut machen. Nachvollziehen. Ich werde das öffentlich machen. Das ist die Rooftop-Bar. Ich bin nämlich Reality-TV-Star. Und ich habe eine Menge Einfluss. Ja, auch niemand Staffel 2. Falls Sie mich kennen sollten. Ich habe ja schon gemerkt, dass sie ein bisschen rübergeguckt haben und so, weil sie mich als Celebrity erkannt haben. Ja, natürlich. Sie müssen sich nicht aufregen, wir alle ich bewundere sie. Scheißen ja. aus dem gleichen Loch. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt anders ist als sie. Oh, wow. Erzählen Sie das mal den Staatsanwälten in diesem Staatskatar. Na ja, gut, das sind alles komische Leute, aber ich ja, bin die wie kochen sie nicht mit Wasser. Auch ein Mensch. Ne? Wir sind gar nicht mal so verschieden. Mhm. Wir beide. Mhm. Wo ist der Unterschied? Also gar nicht mal, ist ja nicht nix. Der Unterschied? Mhm. Dass ich meinen Leuten einen besseren Kundenservice anbieten würde. Ansonsten glaube ich, dass wir ziemlich identisch sind. Edewitzka. Hi. Ganz schön beengt hier, Freunde. Oh ja. Ja. Das Auto fährt nicht. Ja, habe ich es versucht. 20 Mal. Und 20 Mal? Dann hat's angefangen zu qualmen. Ja, irgendwann gibt auch das beste Auto den Geist auf, ne? Na, kriegen wir schon hin. Hattest du schon einen Zettel irgendwie gemacht oder Rechnung oder soll ich nein. noch alles? Nein, nein. Ah, okay, okay. Es müsste einmal eine Tank, also ein Tank vorgenommen werden, ein Tanken und dann, wie gesagt, dann die Reparatur am Motor.
Genau, plus die Abschleppkosten. Was? Dann will ich, dass das hier repariert wird. Dann holt sie die Garage gefälligst hierher. Oder die Werkstatt. Klar, wir bauen eine ganze Werkstatt ab und stellen die hier auf und stellen ihnen das dann in Rechnung. Ich glaube, da ist das Abschleppen die kleinere Rechnung. Einen zweiten Ort zu haben und ein bisschen zu expandieren ist ja auch nicht schlecht, aber ich, gut, nehmen wir das Auto irgendwo hin. Ich wollte gerade sagen, weil das dauert auch deutlich länger, mal eben so eine Werkstatt aufzubauen. Also ich meine, wir können den Wagen sonst gerne einen Monat hier stehen lassen, bis dann irgendwann eine Werkstatt hier errichtet ist, aber ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Dann machen wir das so, wie Sie es mir empfehlen. Okay. So, ich muss mich verabschieden, hab den nächsten Auftrag. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich Ihnen auch. Das kriegen Sie schon hin mit dem Kundenservice. Ich vertraue darauf. Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal in der nächsten Teamsitzung drüber sprechen. Haben Sie ein Autogramm noch? Ja, na klar, haben Sie eins dabei? Nur wenn Sie einen Stift haben. Ja, das tut mir leid, nee, dann... Dann, okay, ein Foto? Wobei, doch, einen Moment. Ja. So, dann geben Sie mal kurz. Hier ist der Stift. Danke. Beschreibung. Soll ich da irgendwas besonders draufschreiben? Alter, scheiße. Ja, für die beste Seele der Welt und die weltgrößte Mechanikerin Nova Walker. Danke. Seele der Welt. Für die beste Seele der Welt und? Beste Mechanikerin? Genau. Service-orientierte Mechanikerin, ne? Coolste. Ich nehme mir zu Herzen, was Sie mir eben gesagt haben. Beste Seele der Welt, aber auch trotzdem unfähigste Mechanikerin der Welt. Wie war der Name? Nova. Welt. Nova. Gezeichnet Jonathan Laser. So. Alles klar, dann kriegen Sie den wieder. Und ich leite die $340. Das ist nett. Natürlich. Und die bekommen Sie auch. Machen wir ruhig mit Karte. Okay, perfekt. Tschüss. Einmal grün. Bitte sehr. Merci. Jo, dann nehme ich den Wagen jetzt mit zum LSC und dann sehen wir uns später. Darf ich mitkommen? Okay. Ich glaube, brauch nur einen Moment. Oh, warum? Weil ich den Wagen ja noch abschleppen. Achso, aber ich darf mitkommen. Ja, ist okay. Wenn Sie das nicht wollen, dann kann ich auch gehen. Es wird ja nur bald dunkel. Das war jetzt so, Das war jetzt so nicht gemeint. Alles ist gut, um Gottes Willen. Abgesehen davon, um die Zeit ein Taxi zu kriegen, ist genauso kacke. Richtig, genau, genau. Das hätte sie echt nicht sagen sollen. Und sie hat noch nicht nachgeguckt, zum Glück. Wollen Sie dann auch ein Autogramm haben? Ich will nicht unhöflich sein. Darf ich fragen, was Sie machen, wer Sie sind? Nein, ich will nicht unhöflich sein. Also nur so, ich bin noch nicht so lange in der Stadt, dass ich noch nicht jeden kenne. Jonathan Laser, Reality TV Star, The Only One Staffel 2, Weasel News? Ah, okay, ja, sagt mir was. Habe ich mal reingeschaut. Wollen Sie jetzt ein Autogramm? Ja, von mir aus gerne. Für Jay, dann schleppe ich in der Zeit einfach dann okay, den Wagen ab. Okay, na klar. Merci. Machen Sie. Kann ich das löschen? Kann ich das bearbeiten? Beschreibung ändern. Oh nein, ich habe keinen... Danke. Oh, das ist peinlich. Ja, dann gebe ich hier doch... Oh, gebe ich hier doch kein Autogramm. Nee, ich hab's mir doch anders überlegt. Ganz ehrlich, wer mich wirklich nicht kennt, der sollte auch kein Autogramm bekommen.
Okay. Wie, das nehmen Sie so hin? Wenn das Ihre Einstellung ist, warum soll ich Sie denn jetzt von was anderem überzeugen? Ich meine, jeder hat ja seine Prinzipien. Betteln? Flehen? Fragen? Nee, ist nicht mein Ding. Mach ich nicht, sorry. Ich würde doch wieder Ihnen ein Autogramm geben wollen. Okay. Sie ändern Ihre Meinung aber schnell. Und wenn Sie jetzt wirklich wollen, dann steigen Sie bei dem Schlepper bitte auf die Beifahrerseite. Okay. Fahren Sie zufällig auch am Stadtpark vorbei? Eher weniger. Okay. Sie werden jetzt am Stadtpark vorbeifahren? Nee. Aus versicherungstechnischen Gründen direkt auf dem Weg zurück zum Hof. Sie werden jetzt am Stadtpark vorbeifahren? Dann werden Sie aussteigen. Ich werde drinbleiben und Sie werden aus versicherungstechnischen Gründen den schnellsten Weg zur Werkstatt nehmen. Sie sind wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Mit Ihrer Art und Weise. Wie läuft's denn so mit der Staffel? Schon abgedreht oder? Nein, ich darf aus... Achso, Sie dürfen nichts sagen. Okay, aber, genauso wie ich aus versicherungstechnischen Gründen den direkten Weg wählen muss. Genau. Eat this. So. Wir verstehen uns. Aber ich bin der Favorit der Zuschauer. So, zumindest bis jetzt, so wie die Folgen gerade aussehen, habe ich das Gefühl. Na dann. Wurde vor kurzem eine Umfrage gestartet. Und ich war da ganz, ganz, ganz weit oben. Und ja, das ist doch super. Glückwunsch. Danke. Es geht um meine Frau. Jay auf dem Weg zurück. Ich weiß ja nicht, ob Sie die den Inhalt der Show kennen oder wie das halt stattfindet. Aber 10 Leute kämpfen um das Herz einer Frau, die in diesem Falle Holly ist. Und ich hatten jetzt auch einen ein Einzeldate, das ist ja klar, das kommt zwar noch, aber es ist, darf man ja schon sagen. Das schien halt ziemlich erfolgreich. Ja, genau. Also aus irgendeiner Perspektive. Also das heißt, Sie haben vielleicht auch wirklich eine Chance bei ihr. Beziehungsweise sie favorisiert sie vielleicht auch. Klingt so. Ja, ich habe das zwischen den Zeilen lesen können. Okay. Also sie hält mich wie einen Widerling. Also das sagt sie nur und lacht mich manchmal aus und hat das Gefühl manchmal, dass wir nicht so connecten, aber in Wirklichkeit meint sie, glaube ich, was anderes. Okay. Ich bin gut darin, Leute zu lesen. Ja, manchmal sagen Frauen ja auch nicht das ganz so, was sie meinen, ne? Genau. Also, ne? Da muss man als Mann schon aufpassen. Ich wusste zum Beispiel, dass sie mich liebend gern zum Stadtpark fahren wollen. Komischerweise sind wir nur nicht da gelandet. Ja, aber bei Holly ist das anders, da weiß ich wirklich, was sie will. So, dann dürfen Sie ruhig schon mal aussteigen und geradeaus von mir aus an der Sitzecke einmal warten. Wo warten? Geradeaus, die Sitzecke. Ah, okay, danke. Gerne. Ich muss meine Stütze noch abholen. Mit dem Auto. Das ist... Nach Werkstatt kommt Stütze. Und dann habe ich es geschafft, innerhalb von 3-4 Stunden meinen... 2-3 Stunden... meinen täglichen Ding nachzugehen, wie Auto holen. Und Stütze. Nonstop. Serienmörder am State Prison. Das ist ja wie warten. Also, man wartet ja auch.
mache ich jetzt? Ist schon geklärt, alles gut. Ich will nicht nochmal noch von ihm eine männliche Katze genannt werden. Ich gehe arbeiten. Also, das ist schon. Was ihr habt geklappt. Aber wahrscheinlich eh nicht. Dr. Waumiau, danke schön für die 3, by the way. Komm schon, geh ran. Die gehen alle nicht ran. Ich werde dann nach der Autoreparatur. Es kommt ja auch drauf an, wie lange sowas. Entschuldigen Sie, arbeiten Sie hier? Ja, ich arbeite hier. Könnten Sie mir sagen, wie lang für gewöhnlich eine Autoreparatur, wenn es um den Motorschaden geht, dauert? Zwischen 20 und 45 Minuten. Ja, so ein Schiff gehört. Also je nachdem, je nachdem, was der Motorblock hat. Was? Das ist noch schnell. Also ich würde sagen, das ist schnell. Fahren Sie mal zu einer anderen Werkstatt. Da sind Sie locker 2-3 Stunden. Wie soll ich denn zu einer anderen Werkstatt fahren, wenn mein Auto hier ist und kaputt? Sonst würde ich es machen. Sehen Sie? Oh Mann. Also ich denke, 20 Minuten ist noch eine akzeptable Wartezeit. Oder einfach ein Taxi rufen. Spoiler. Nein. Okay, verstehe. Ja, gut, Sie können ja auch nur das tun, was in Ihrer Macht steht. Ja, wie gesagt, das hängt immer damit zusammen, wie stark der Motorblock beschädigt ist und beziehungsweise was für Teile wir austauschen müssen. Verstehe. Moin, der Herr, hi. Hallo. Wir haben ein kleines Problemchen. Ja. Und zwar, Sie haben einen Motorschaden. Das kommt davon, Sie haben falsch getankt und dann Ihr Motor gestartet. Das heißt, der falsche Kraftstoff ist in Umlauf geraten. Ja, da werden leider noch ein paar mehr Kosten auf Sie zukommen jetzt. Wie viel, wenn ich fragen darf? Ja, wir können, glaube ich, das abziehen mit der Motorüberprüfung. Das heißt, das wären $900 nochmal obendrauf. Hallo, na? Hi. Also ich habe nicht falsch getankt, ich habe halt nur, nachdem der Motor ausgegangen ist durch den fehlenden Kraftstoff, 20 weitere Male versucht, den Motor anzumachen. Ach, Sie haben nicht falsch getankt? Nee. Natürlich nicht. Sind Sie sich sicher, der Herr? Zu 100%. Ich bin die ganze Zeit mit Benzin gefahren und dann ging der Tank leer. Dann dachte ich, wie gesagt, erstmal nicht, dass es am Tank liegt. Dann habe ich 20 weitere Male versucht, den Motor zu starten und dann hat es angefangen zu qualmen. Vielleicht lag es ja irgendwie... Check. Okay, ja, wenn Sie nicht falsch getankt haben, dann gucken wir uns das Ding nochmal an und dann okay, vielleicht nochmal wiederkommen. Kein Alles Problem. Klar. Danke. Sieht ja nicht, dass der Tank leer ist. Was denn das für einer? Ja, aber vielleicht steht das ja dann dort oder so. Was denn das für einer? Soll er mal richtig spielen? Ja. So ein Momentchen. Ja. Willst du kurz mitkommen? Was denn das für einer? Da redet ihr jetzt noch mit anderen Leuten. Ganz ehrlich! Was? Wirklich. Guck mal, die nehmen den sogar schon mit, der Sams ist da. Mach dir keine Sorgen. Mercurius unterstrich. Die nehmen den schon mit. Das ist der Support, der ist gerade schon dran. Die fahren ihn in die Anstalt, was für Dingens steht. Support. Okay, nehme ich zurück. Cooldown. Nein, jetzt geht's erst richtig los, mein Freund. Das wird ein Fünfteiler. So, ich markiere ich jetzt als verdächtige Person. So. So. Gut, dass du bereit bist, etwas für eine klasse Frau zu machen. Oh Gott, diese Selbsteinschätzung. Wirklich. Heutzutage ist auch jeder so realitätsfern. Jeder behandelt sich, als wäre sie eine 10 von 10. Also jeder und jede. Das ist... Ach, wirklich, dieses Selbstbewusstsein. Wo kommt das denn her?
Ich errate deinen Namen und dann gibst du mir deine Nummer. Oh, vielleicht klappt das ja. Ich weiß nicht, was. Vielleicht dauert die Reparatur jetzt weniger, weil der Tank oder Kraftstoff nicht drin ist. Na. Aber ist egal, ja, PSRP sollen die spielen, wie die wollen, mir ist es egal. Dann fahre ich halt irgendwo anders. Moin, hin. Willst du nochmal mitkommen zu deinem Fahrzeug einmal? Ja, na klar. Immer helfen. Nee, mehr ist glaube ich nicht. Also das, was er gerade gesagt hat, hört sich schon so nach einem richtig üblen Ding an. Ich glaube, dass auf der Übelkeitsskala nicht viel mehr Luft nach oben ist. Ja, schlecht nachher ist auf jeden Fall ist leider ein Motorschaden. Ah, ich habe alles also, unser Chef hat da ein bisschen mehr Ahnung. Durch das ganz oft starten und so, das hat er glaube ich den Schlag wegbekommen. Stehe. Noch einmal zum Kollegen. Mhm. Ja, Chef, wie sieht's aus? Die gute oder die schlechte Nachricht? Ich nehme erst die schlechte und dann die gute. Es wird nochmal etwas teurer als bisher angesetzt. Die gute? Wir kriegen den Motor wieder hin. Das große Problem ist jetzt, ja, danke. Durch das mehrmalige Starten des Motors hat der Motor einen weggekriegt. Das heißt, wir müssen den Motorblock einmal komplett ausbauen, zersetzen. Einmal die Teile, die kaputt gegangen sind, was unter anderem halt zum Beispiel die Zündspule ist und dergleichen. Müssen wir komplett erneuern und für eine Kokette sowas zu kriegen, ist halt gar nicht so einfach. Ach du Scheiße, das ist dann bestimmt eine halbe Stunde oder so, ne? Also wir werden, ich sag mal, grob über den Daumen gepeilt locker 20 bis 25 Minuten brauchen. Weil das Problem ist halt, ich kann jetzt nur oberflächlich hier am Motorblock was machen, wir müssen aber drunter gucken, weil drunter laufen die ganzen Leitungen lang. Ja, Scheiße, Manometer. Ja, dann hole ich mir ein Taxi und dann komme ich so in einer halben Stunde wieder. Ja, wollen wir das dann mit der Bezahlung später machen, wenn wir dann wirklich einmal eine komplette Analyse gemacht haben? Richtig, genau. Machen Sie, was Sie machen müssen, um das Ding zum Laufen zu bringen und dann nennen Sie mir die Rechnung. Alles gut, ich bin reich. Alles klar, gut. Dann machen wir einfach Folgendes, sobald, warte mal eben ganz kurz. Das ist witzig, das ist cool. Die Grube frei? Warte mal, was? Hey? Ist nicht frei. Ja, okay. Gott sei Dank. Welche Grube? Nein, die Grube, das ist halt quasi der Teil in unserer Werkstatt, wo wir den Wagen drauf haben, damit wir von unten rankommen. Wir nennen es auch liebevoll das Gulag. Also wie gesagt, wir müssen auch einmal von unten ran an den Motor. Ja. Kommt man nicht drum rum. Wir machen den fertig, stellen den auf unseren Verschlussparkplatz. Und wenn sie dann wiederkommen, dann rechnen wir nochmal eben alles gegen, machen den Rest und dann können sie das Fahrzeug wieder mitnehmen. So machen wir das. Dann lassen sich Zeit, alles gut. Ich komme so gegen 21 Uhr oder so und dann hole ich das Ding ab. Das klingt nach einem Plan. Vielen, vielen Dank. Danke für Ihre Expertise und Ihr Vertrauen und für alle Fähigkeiten, die Sie jetzt irgendwie in den Tag legen müssen, um mein Auto / mein Baby zu retten. Vielen Dank. Ach, alles gut. Es ist eine Kokette, die verzeiht halt solche Sachen nicht. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Teure Autos. Es ist halt ein ordentlicher Sportwagen. Ja, dann Dankeschön. Und dann bis später, ja? Jo, bis später. Tschüss. Ciao. Ich dachte, er sagt jetzt einen Tag oder so. Wir müssen das Ding zersetzen, wir müssen alles ausbauen, dann eintauschen. Die Ersatzteile zu bekommen wird richtig schwer, ist eine Kokette. 20 Minuten. Oh nein! Ja, aber gut, aber du kannst der P natürlich nicht tagelang machen, ist ja klar. Hat sich nur witzig angehört gerade. Weil er sich so nach einem Aufwand angehört hat, als würde der sogar bis in die Wochen gehen. Ja. Was uns jetzt eigentlich nur noch übrig bleibt, ist, die 7 mal die 5. Zum vierten oder fünften, dritten oder vierten Mal heute. Hallo, ich bräuchte ein Taxi von Alice Customs. Also dorthin meine ich. So, ich brauche ein Dispatch. Alles klar, danke, bis dann. Kein Problem, tschüss. Muss ich eigentlich, das muss ich Ihnen das nächste Mal fragen, immer einen Dispatch schicken, vorher anrufen? Weil die sagen mir auch sonst immer, ja, schicken Sie uns einen Dispatch. Theoretisch könnte ich eigentlich auch nur einen Dispatch schicken. Ich müsste ja gar nicht anrufen. Wisst ihr?
Matchup Gwen. Oh, sind wir im Kind... Oh nein, was hat sie jetzt geschrieben? Was muss ich jetzt erstmal lesen? Oh Gott, es werden hohe Anforderungen gestellt. Dabei bin ich doch so... Sind wir im Kindergarten, in dem man Ratespiele veranstaltet, doch ins Disneyland mit dir, Jungchen. Oh, okay. Und mit Mickey und seinen Freunden Kleidchen anprobieren? Okay. Aber gut, versuch es. Wenn du richtig liegst, wäre ich zumindest kompromissbereit. Ich schätze dich als Frau mit. Mit. Ich schätze dich als Frau ein, die einen kurzen, aber doch knackigen Namen besitzt. Etwas, was einem leicht über die Lippen kommt. Ein Einsilber. Lass mich raten. Ich nehme Gwen. Hallo? 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 Hey! Hey! Hallo? Was machen Sie da? Ich fördere die Gesundheit der Zufahrer, Mitfahrer, Fahrgäste. Sie wissen doch gar nicht, wie viele Schritte ich heute schon gemacht habe. Egal, waren bestimmt zu wenig. Wir sind mehr als Sie. Ich bin vermutlich, heute schon ich bin aber auch fett und ungesund. Das stimmt. Und damit rechtfertigen Sie Ihr unsportlichen Alltag? Ja. Sagen Sie, also das reicht mir jetzt. Ach, geht doch. Ach, so. Oder muss ich hinbringen? Zum Arbeitslosengeld, bitte. Na klar, danach noch irgendwo hin? Ja, danach zum Stadtpark, bitte. Na klar, kriegen wir hin. Weißt du, uns ist die Gesundheit unserer Fahrgäste wichtig. Das glaube ich nicht. Ist sie auch nicht, bin ich ehrlich. Ich wollte dich nur ärgern. Es gibt kein Trinkgeld. Hey, kein Problem. Mensch. Freu mich. Oh, ich Entschuldigung, hab... Mr. Super Rich. Nee, ich habe alles, was ich möchte. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe eine Frau. Was will ich mehr? Okay. Ja, das stimmt. Mein Beileid? Nee, nicht mein Beileid. 10 Frauen? Wie hast du damit? Nee, ich bin mit ihr komplett zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren, so, weißt du? Also entweder sind, also, okay, wie, also ich glaube, ich spreche nicht die gleiche Sprache wie mit einer Frau zu mir. Also, ja. Für den Rest deines Lebens. Ja. Wurdest du schon mal mit dem Taxi angefahren? Ach, und ich habe natürlich, nee, nicht mit dem Taxi, aber auch nicht von einem anderen Auto. Glaube ich, weiß ich, meine ich, weiß nicht. Aber ich habe auch schöne Autos, also ich habe beides. Ich habe schöne Autos und eine verdammt schöne Frau. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Hast du die schönen Autos oder das Unternehmen? Also, wo fange ich an? Ich habe einen Nero Custom, ich habe einen Mesa Custom, ich habe einen Vectre, ich habe 16 Dynasties, ich habe 6 Eldoras, 10 oder 12 Boote, ein blaues Holzhäuschen am Yachthafen, was habe ich noch? 2 Caracaras, 2 Limousinen. Habe ich... Alter. Ja gut, aber das alles sorgt nicht dafür, dass du ein besseres Fahrverhalten an den Tag legst. Mein Glückwunsch. Mein Glückwunsch. Ich rufe gleich zurück, Kalito. Ich bring gleich Menschen um. Ja, das war wohl nix, Freundchen. Ist das so, Jonathan? Digga, okay? Kannst du auf die scheiß Straße gucken? Digga, ich bin gelb as fuck. Ja, ich... Mein Auto hat Leberversagen. Scheiße. Wir haben Vorfahrt, du Vogel, wir haben Vorfahrt. Auch wenn ich die Wortwahl vom Fahrgast nicht zustimme, aber er hat halt recht. Das ist okay. Ja, er meinte rausfahren zu wollen, ich bin ausgewichen und habe eine Laterne getötet. Ja, aber Laterne. Führerschein sollst du mal machen. Kann mal kurz jemand mit dem Taxi...
Strawberry 24/7 kommen und uns zum Fahrgast mitnehmen. Bei dir ist alles gut, Fahrgast? Das war so witzig. Guck mal, der hat so geflext. Oder bist du tot? Oder bist du ansprechbar? Ich? Ja, der Fahrgast. Mir geht super, alles gut, kein Problem. Na, du wirst gleich vom Taxi geholt und kannst weiterfahren. Dankeschön, Gott sei Dank muss ich mich mit solchen Lappalien nicht rumschlagen. Kein Problem. Ey, wir können auch deine Gesundheit fordern, wie du willst. So. Nein. Und ich würde am besten vorschlagen, dass du deine ganzen Fahrzeuge, mit denen du gerade noch geflext hast, eine sichere Obhut gibst. Da kommt gerade eins. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass die alle irgendwie noch sehr lange am Leben bleiben und du also einfach nur... Den Taxis geht super. Ja. Und gut, ich steig lieber in ein Auto, wo ein sicherer Fahrer am Steuer ist. Vielen Dank trotzdem. Ja, auch rein. Klar. Was für ein freundlicher Taxigast, Mensch. Hallo. Na, Laser. Oh Gott, endlich jemand mit Kompetenz. Wo darf's hingehen? Arbeitslosengeld, bitte. Stütze, alles klar. Die normale oder die vornehme Variante? Wie meinst du? Na, fangen wir normal an. Ach so, das meinst du. Ach, die Anfahrt. Okay, danach müsste ich in den Stadtpark. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich hab Zeit. Kein Ding. Ist das eine Telefonzelle aus der Zukunft? Public Box?